alles denken, alles zulassen, aber nichts festhalten. Oder wenn der Fluss des Anschauens uns befreit. Es geht ja immer wieder darum, mit dem Denken, mit unserem menschlichen Denken angemessen umzugehen. Ich sage nicht richtig, sondern angemessen. Und angemessen bedeutet, was mache ich mit diesem Gedankenfluss, der ja mehr oder minder stetig oder ständig da ist? Es gibt viele, viele Methoden und Tricks und Tipps und all das. Und hier geht es mir gar nicht um Tipps, sondern mir geht es um das Durchschauen, um die Bewusstwerdung dessen, was da eigentlich passiert, wenn wir denken. Das ist ein ganz großer Anlass, immer wieder sich im Leben damit zu beschäftigen. Und eine Möglichkeit ist, oder die Erkundungsmöglichkeit ist, dass wir natürlich unser Denken zulassen. Wir können es nicht unterdrücken und wir können auch nicht, wie das mal jemand gemacht hat oder empfohlen hat, die Gedanken zählen oder markieren und all das, lauter solche Mätzchen, komischen Mätzchen, sondern unsere Gedanken sind wertvoll. Unsere Assoziationen sind, egal wie sie sind, wie bizarr sie sind, wie fantasievoll sie sind, wie stockend sie sind, wie flüssig sie sind, weil wir 2 Liter Kaffee getrunken haben, wertvoll. Diese Gedanken zuzulassen, ihnen also Aufmerksamkeit zu schenken, aber sie fließen zu lassen. Das heißt, ein Gedanke, den ich gerade wahrgenommen habe, eine Vorstellung, eine Fantasie, eine Imagination, wird durch eine andere abgelöst. Kein Gedanke bleibt hängen oder sollte hängen bleiben. Das ist natürlich der Hinweis hier. Also hängen bleiben würde dann bedeuten, wir grübeln darüber oder wir machen uns Gedanken und wir zwingen uns und wir wollen irgendein Ergebnis haben. Und das ist natürlich dann oft der Fehler, der passiert. Sondern es geht schlichtweg darum, die Gedanken zuzulassen, eine nach dem anderen, vollkommen sinnlos, möglicherweise in ihrer Folge, in ihrer Assoziationsfolge. Ein Gedanke, eine Vorstellung, ein Gedächtnisinhalt nach dem anderen. Aber nichts festhalten daran, sondern einfach nur fließen lassen. Und diese Oberfläche von Gedanken, ich nenne es mal Oberfläche von Gedanken, die uns stets und ständig durchströmt, ist wertvoll, weil das, was uns bewegt, was uns interessiert, was wir erlebt haben, einfach immer wieder angeschaut werden will. Und durch dieses Anschauen, durch diese Gedankenbewegung, durch diesen mentalen Prozess entsteht gewissermaßen die Verarbeitung unseres Lebens, so könnte man es bezeichnen. Es ist also sinnvoll, es macht Sinn. Es macht keinen Sinn, wenn wir einem Gedanken nachgehen und ihn dann grübeln oder in eine Einseitigkeit hineinzwängen. Ich möchte das nochmal betonen, das ist wichtig. Dann ist das eine sehr rationale, vielleicht eine sehr intellektuelle Angelegenheit, sondern es geht nur darum, die Dinge zuzulassen, die uns gedanklich bewegen. Und daraus entsteht ein Sinn. Das heißt also, durch das bloße Zulassen, durch die bloße Projektion dessen, was da geschieht, indem wir es anschauen und geschehen lassen, passiert die Veränderung, passiert die Klarheit, passiert letztendlich die Erkenntnis. Passiert das, was in den Dingen, die wir erlebt haben, verborgen ist. Ich betone das nochmal, was da verborgen ist, weil wir es, wenn wir es direkt erleben, gar nicht begreifen können, oft nicht begreifen können. Deswegen haben wir ein Gedächtnis, das ist sehr wichtig. Und das Gedächtnis funktioniert ja stets mit der unmittelbaren Wahrnehmung und diesem Miteinander, das da geschieht. Und das ist sehr wichtig. Das heißt also, diese freie Assoziationskraft ist außerordentlich wesentlich für unser Dasein. Und da geht einem alles Mögliche in den Sinn herum. Und das ist gut so, das darf so fließen. Das ist wie ein Wasserfluss, wie der Fluss eines Baches. Eine Strömung, die da ist. Die hat nur den Sinn eigentlich, dass wir das zulassen, was uns im Leben so geschieht. Alles annehmen, akzeptieren und
gleichzeitig dadurch loslassen oder von automatisch, um es mal so zu sagen, lässt sich automatisch los dadurch. Es geht nicht darum, irgendeinen Sinn, irgendeine voreilige Struktur zu finden, irgendeinen Mechanismus, den wir einseitig bedienen, um unser Denken zu ermöglichen. Das ist dann nicht vorteilhaft, sondern wichtig ist es einfach geschehen zu lassen. Es fließt einfach wie ein Film, der fließt und abläuft, an dem ich meine Aufmerksamkeit schenke, aber nicht beschwerlich, marternd und all das, sondern ganz leicht im Fluss einfach. Es läuft nur ab, schneller oder langsamer. Und das ist sehr bekömmlich und interessant.